Ja, liebe Freunde, willkommen mal wieder zu einer weiteren Aufnahme von Cities in Motion 2. Muss ich ganz kurz überlegen, wie denn das Spiel heißt. Ich muss mich hier erstmal wieder einfinden. Wie ging das nochmal? So konnte ich mich drehen. Hier mit rechts und links konnte ich gar nichts machen. Sondern mit WASD. Ich drücke einfach mal auf Play. Oder auf ein bisschen schneller. Was ich weiß, dass wir hier immer einen riesen Verkehrschaos hatten. Das sich jetzt so nach der Zeit entleert hat. Also ist nicht mehr so stark. Ich muss mal gucken. Hier so alle Linien ein. Okay, also es gibt eine direkte Linie zwischen da und da. Das ist schon mal gut. So, und jetzt eine Frage. Wieso fährst du da lang? Warum? Okay, hier gibt es einen kleinen Stau, aber das wird nicht allzu großes Problem geben. So, ah ja, hier ist ja da, wo ich die Fünferstraße hingemacht habe. Genau. Das nervt mich halt noch, dass da noch eine einspurige, aber das geht. So, was wir jetzt noch machen müssen, wir müssen das hier noch verbinden miteinander. Aber so wie es ausschaut, haben wir keine Probleme irgendwie damit. Buslinie 9 kommt da an. Man kann wahrscheinlich nicht alle mitnehmen. Jetzt werden die auf Buslinie 7. Die kommen da. Ist ja fast gut gemacht mit dem Takt. Ups, nee, will ich nicht auswählen. Wo fährt die jetzt hin? Buslinie 7. Aha. Okay, so will dazu. Was? Warum fährst du jetzt da lang? Was, der fährt jetzt wieder zurück? What? Der fährt so. Ach, da fährt 7. Ah, jetzt habe ich es gesehen. Also, wir müssen die hier noch miteinander verbinden, dass die da war. So, jetzt gucken wir mal von so. Kann ich das mit einer Linie verbinden? Ist schon ein bisschen viel, oder? Was habe ich da jetzt immer genommen? Modell mit Unterstand und Bank. Mit Unterstand und Bank. Mit Unterstand. Mit großem Unterstand. So, das heißt, die Busse kommen da und fahren dann erstmal hier hoch. Und fahren dann hier wieder runter. So. Boah, da müssen wir zwei draus machen. Also wir machen das hier als einen Bereich. Das heißt so, weil da kommen sie ja wieder drauf. Wie viel nimmt denn das hier ein? So, dann fahren sie bis da und kommen dann hier wieder rein.
Dann da und da. So, das kann ich ja schon wieder sagen, dass ich hier wieder komme. So, in etwa. Kann man das lassen? Ja, schon, oder? Und dann machen wir die andere Route. Lass mich mal kurz schauen. Die andere Route machen wir so. Und so und so. Wie verläuft denn hier die Straße? Jetzt mal von oben gucken. Ja, so. 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 Und dann dementsprechend hier und dort und hier. Dann kommen wir hier wieder zurück. Die Gefahrpreise sind so hoch. Ah fuck, ich komme auf die Straße gar nicht mehr. Okay. Das heißt, wir nehmen die dann mit. Noch irgendwie. Machen muss. So. Okay. So, neue Route. Das hier wird er noch nicht bedienen, gell? So, hier fängt's an. Halt. Haltestelle hinzufügen. Ja, genau so ging's. Also. Die Linie muss mit Depot verbunden sein. Keiner Linie zugewiesen. Das ist eine Linie zugewiesen und das. Dann fügen wir halt das da hinzu und gehen dann da. Also fangen wir mal mit der Route hier an. So, so. Warum fährst du so? Also, weil ich hier nicht links abbiegen kann. What the shit? Okay. Und da, dann haben wir gesagt da und da und da. Und dann kann ich ja auch eigentlich nur diese hier mitnehmen. Geh dann hier zurück und geh dann da rein. So. Was? Gleisanbindung fehlt? Wie? Was? Was für eine Gleisanbindung? Bus, O-Bus, Straßenbahnhaltestelle. Was? Wie? Warum soll da was fehlen? Steht es bei den anderen auch? So, und dann noch. Also war der Linie 12, war das glaube ich, gell? Ja. Muss ich hier noch einen Timer machen?